Und jetzt zum FC Carl Zeiss, einem Ex-Club von Marcel Schlosser. Die haben sicherlich ein Bierchen auf die Auerbacher getrunken nach deren Sieg in Cottbus. Jetzt hat der Tabellenführer 7 Punkte Vorsprung auf die Lausitzer und kann Spiele wie heute gegen die Hertha Bubis mit noch mehr Souveränität angehen. Souveränität und nicht Leichtsinn. Einer der Erfolgsgaranten im Team von Marc Zimmermann ist der junge Timmy Thiele. Ein Berliner aus der Hertha-Jugend, ein Mittelstürmer, der Tore macht. 7 Stück schon. Es hätten 8 sein können oder müssen. Diesen Elfmeter wollte er schnibbeln. Wie einst Antonín Panenka im EM-Finale Tschechoslowakei gegen die Bundesrepublik 1976. Sepp Maier war bedient. In der Nacht von Belgrad hieß es nach diesem Elfmeter 5:3 für die Tschechoslowakei. So bedeutend war es bei Timmy Thiele nicht. Und das Spiel gegen den BAK wurde ja auch mit 3:1 gewonnen. Heute das Heimspiel gegen seinen Heimatclub. Bodo Bück. Ja, 5 Jahre hat Timmy Thiele in seiner Jugend bei Hertha gespielt. Und im Hinspiel in Berlin war er doppelt der Torschütze beim 3:0 des FC Carl Zeiss gegen seinen Ex-Verein. In der letzten Saison siegten die Berliner hier an den Kernbergen 5:3 in einem hochklassigen Spiel. Viele werden sich noch daran erinnern. Der FC Carl Zeiss im Angriff und die beiden Innenverteidiger sind aufgerückt. Klingbeil und Gerlach. Erste große Möglichkeit für den FC Carl Zeiss. Es ist Claire, der da vor der Linie gerade noch so rettet. Ja, sie spielen natürlich mit breiter Brust, die Kicker des FC Carl Zeiss, nach der Gala am letzten Wochenende, nach diesem 3:1 beim BAK. Der Ball läuft gut über Starke. Starke mit einer Art Comeback. Am 11. Dezember hatte er das letzte Mal die Stiefel für den FC Carl Zeiss geschnürt. Ja, schwer zu sagen, ob hier Nils Körber überhaupt dran war. Auf alle Fälle Ecke FC Carl Zeiss Jena. Eismann! Wie macht Eismann denn dieses Tor? 1:0 für Jena. Sören Eismann mit einem kuriosen Treffer. Da müssen wir die Zeitlupe bemühen. Eckball von Bock und dann dreht er sich so pirouettenhaft hinein. Und Körber kann da gar nichts machen. Hier noch einmal. Mit dem Hinterkopf erwischt er den Ball irgendwie und es steht 1:0 für den Favoriten. Er hat natürlich vor der jungen Hertha gewarnt, sagt, sie sind dann gefährlich, wenn man sie ins Spiel kommen lässt. Dann lassen sie den Ball gut laufen. Aber nichts spricht für die Hertha, sondern alles für den FC Carl Zeiss. Die setzen nach. Und der Thiele, das ist auch ein guter Techniker, auch wenn er das in der Vorwoche beim Elfmeter nicht unter Beweis stellen konnte. Spektakulär, wie er diesen Fallrückzieher ansetzt. Und sie freuen sich, 3.400 Zuschauer, 1:0 führt der FC Carl Zeiss nach 45 Minuten. Und hier lassen sie den Ball laufen, hier kommen die jungen Herthaner. Und das machen sie gut und dann unterläuft Gerlach ein Fehler. Hertha nutzt dies aus. Mirbach, der Torschütze, 47. Minute. Und dahin ist sie, die Führung des FC Carl Zeiss. Hier dieser Blackout, dieser Aussetzer von Gerlach. Und es steht 1:1. Jena ist irgendwie nicht präsent in dieser Halbzeit. Bis zu diesem Zeitpunkt. Dann kommt Kroos, der seinen Vertrag ja verlängert hat. Und dann Bock, ja, das war Handspiel. Richtig gesehen von Martin Beermann, dem Referee aus Leipzig. Wäre der drin, es wäre kein Tor geworden. Referee hätte die Anerkennung versagen müssen. Dann wieder unsichere Phase in der Deckung beim FC Carl Zeiss. Und Hertha kommt über Sydney, Friede. Und da lassen sie wiederum schön den Ball laufen und dann steht es 2:1. Pal Dardai ist der Torschütze. Ja, jener Pal Dardai, Sohn des Trainers der großen Herthaner. 51. Minute. Hertha geht hier in Führung. Čović lässt den Ball passieren. Auch ein Trainersohn, der von Ante Čović. Und dann ist es Dardai. Sein Opa heißt Pal Dardai, der Vater Pal Dardai und er auch Pal Dardai, der Torschütze zum 2:1. Jetzt wird es natürlich schwierig für Jena. Jetzt wird es bald eine Mammutaufgabe, zumal Hertha einen Lauf hat. Sydney Friede,
Der erst 18-Jährige prüfte Rafael Kotschor. Ante Čović hatte ja mit seiner Hertha 6 Partien nicht gewinnen können. Dann kam das 2:1 gegen Bautzen. Da haben sie alle aufgeatmet. Dominik Bock, Freistoß, FC Carl Zeiss. Jener auch, der ist gut getreten. Und Nils Körber, der ja in der Woche schon ein starkes Spiel machte gegen Viktoria Berlin, wieder mit einer erstklassigen Parade. Aber jetzt wird der Druck des FC Carl Zeiss stärker. Kroos, der seinen Vertrag verlängert hat. Und dann Möglichkeit für Erlbeck. Es scheint nur noch eine Frage der Zeit, wann die Thüringer dieses Resultat, dieses 1:2, dieses unbefriedigende Resultat aus ihrer Sicht korrigieren. Ganz stark René Eckhardt in dieser Phase. Und dann der eingewechselte Büval. Er hat ihn gebracht, um seiner Mannschaft zu helfen. Natürlich noch einen Stürmer. Das ist ja klar in dieser Phase der Partie. Und wieder kommen sie über die Flügel. Und wieder Erlbeck. Und zum zweiten Mal hat er Pech. Erst gegen die Latte, jetzt gegen den Pfosten. Sollte Hertha das hier überstehen, es wäre ja kaum zu glauben. Die Chancen, die mehren sich für den FC Carl Zeiss. Schlussphase der Partie. Rhythmisches Klatschen der Zuschauer. Sie spüren, hier ist noch was möglich. Und es ist möglich. Sören Eismann, wieder der Eismann. Wie beim ersten Treffer. Und dann fällt er ja wie ein Streichholzmännchen um, nachdem ihn Rafael Kotschor einfach nur mal berührt hat. Aber wie macht er den denn? So halb mit dem Knie, halb mit dem Kopf, Fragezeichen auf alle Fälle. Es steht 2:2. Und das ist dann auch der Endstand in dieser Partie. Und Sören Eismann, der muss natürlich erklären, wie er das gemacht hat mit diesen kuriosen Toren. Thomas Müller-Manier. Ich habe mir den mit dem Kopf aufs Schienbein geköpft und von da ist er oben drüber geflogen. Also war schon sensationell gut. Und beim ersten Treffer haben Sie auf Ihr, ja, sagen wir mal, etwas lichtes Haar gezeigt. Was hatte das zu bedeuten? Lichtes, ja, bei Regen ist immer schlecht bei mir und dann ärgern mich die Jungs auch immer ein bisschen. Aber ja, den habe ich genau mit der Stelle geköpft eben und deswegen habe ich da ein bisschen drauf gezeigt. Ein Unentschieden gegen Hertha, aber die Laune ist erstklassig beim FC Carl Zeiss, weil sie sich zurückgekämpft haben in diese Partie. Tja, der Sören hat wirklich auch doch noch den Schalk im Nacken.